Guten Tag alle miteinander, hier ist wieder GBFK Rallmeister mit dem Let's Play von Gothic und die Kolonie macht sich bemerkbar. Wir sehen das blaue Energiefeld und Blitze, welche die Kolonie umgeben. So, was machen wir als nächstes? Es gibt so viel zu tun am Anfang. Neue Seelen für die Bruderschaft. Wir sollten mal den Dusty aufsuchen. Aufnahme neues Lager? Nee, noch nicht. Aufnahme altes Lager. War da nicht jemand, den wir jetzt vielleicht verprügeln können? Ein bisschen leichter als vorher? Kirgo? Ich will nicht sterben! Ah, okay. Ich sterbe wohl nicht. Glück gehabt. Du, 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 da, 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 da. Kirgo. Komm her, mein Freund. Wir wollen ein freundschaftliches Duell austragen, wir beide. Lass uns... Folge mir. Ich folge dir. Ich zück schon mal meine Klinge. Was hast du mit der Waffe vor, Mann? Ich will mit dir kämpfen. Du lernst schnell. Ich lerne sehr schnell. So. Dann wollen... Der Bessere möge gewinnen. Wie lange kann ich parieren? Ah, nicht lang genug. Ah, ich hab gewonnen. Cool. 100 Erfahrungspunkte, ein grobes Schwert hat er dabei. Und, Bier und grobe Schwerter, einen ganzen Haufen, meine Güte. Okay, muss ich die nicht schmieden, aber wir haben auch ordentlich Schaden wegbekommen. Ja, ich war nicht gerade sehr geschickt in diesem Kampf, aber hey, in diesem ersten Teil kann man sich auch einfach nur durchpowern. Wieso esse ich Fleisch? Ich kann mich einfach nur hinlegen ins Bett. Das wird dir noch leid tun! Wieso? Das war ein freundschaftliches Duell. Und jetzt hat er keine Klinge mehr, aber trainiert trotzdem mit seiner Faust allein. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf. Aber jetzt ist gut. Du hast ja auch nichts mehr. Und seine Unterlippe zittert auch. Ich hab Angst vor dir. Hätte ich auch. Hey, Sketty. Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Wer bist du eigentlich? Gorhannes? Du kommst aus dem Sumpflager. Was machst du hier? Ich? Ich kämpfe für den Ruhm des Schläfers. Die sind alle so motiviert, das gefällt mir. Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich, auf dass alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen... Ja. Wer ist der Schläfer? Was ist der Schläfer? Oder was? Bei uns im Lager findest du Priester, die dir diese Frage besser beantworten können als ich. Okay. Ich will dir nur so viel sagen. Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat uns an diesen Ort geführt und er wird uns auch wieder hier herausholen. Du meinst, ihr wartet darauf, dass euch euer Gott befreit? Ja, und das Warten wird bald ein Ende haben. Die Vorbereitungen für eine große Anrufung laufen schon. Cool. Was ist das für eine große Anrufung, die ihr plant? Unsere Propheten sagen, die gemeinsame Anrufung des Schläfers sei der Schlüssel zur Freiheit für uns alle. Wenn du mehr darüber erfahren willst, begib dich zu uns ins Lager. Da war ich schon. Kannst du mir den Weg zu eurem Lager beschreiben? Ich bin dumm. Hier im alten Lager sind immer einige Novizen, die Neuankömmlinge wie dich in unser Lager begleiten. Du musst sie nur ansprechen. Ah, mit ihm können wir nicht kämpfen, aber vielleicht will Karim ja kämpfen. Aus dem neuen Lager. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karim. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Karim. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Sauber. Das neue Lager ist nicht viel sauberer. Ich fordere dich heraus. Lass es uns in der Arena austragen. Du? Ich fress dich zum Frühstück, Kleiner. Tu dir selber einen Gefallen und mach, dass du wegkommst. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Damit du ungeschoren davonkommst, du feiges Schwein. Fällt dir nichts Besseres ein, Kleiner? Vielleicht doch. Ich wollte zuerst was über deine dürren Ärmchen sagen, aber dann fiel mir... Was? Lass mal überlegen. Nein, mir fällt nichts ein, dass du begreifen würdest. Wie wär's mit... Deine Mutter treibst mit Ziegen. Ugh. Du bist doch nur hier, damit du mal eine Chance bekommst, Gomez in den Arsch zu treten. Ich sage erstmal das Erste.
Ich wollte zuerst was über deine dürren Ärmchen sagen, aber dann fiel mir deine hässliche Fresse auf. Ich denke, das ist deine letzte Chance, hier endlich zu verschwinden. Hohoho, er wird sauer. Okay, ich will einfach nur mal hören, was das... Ich kann den ganzen Satz ja nicht sehen. Du bist doch nur hier, damit du meine Chance bekommst, Gomez in den Arsch zu kriechen. Ja, ja. Was? Du Wurm! Du weißt gar nichts über uns! Das neue Lager ist unabhängig von dieser ganzen Scheiße! Und im Übrigen gibt es nur einen Grund, warum ich hier bin. Mhm. Damit ich Klugscheißern wie dir das Hirn aus dem Schädel prügeln kann. Es wird mir ein Vergnügen sein, das bei dir zu tun. Dein Schicksal erwartet dich in der Arena. Er geht schon hin. Kann ich jetzt eigentlich rasten? Ich möchte mich gerne erstmal heilen, bevor ich mich ihm stelle. Ich gehe mal in dieses Bettchen hier. Hey, du. Ja, ist okay. Ich wollte hier nur pennen. Jetzt bin ich raus. Wartet er auf uns? Ja, er wartet auf uns. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe mich maßlos übernommen. Puh, eine dicke Rüstung an und alles. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Au, der haut verdammt zu. Er braucht bloß zwei Treffer, um uns Platz zu machen. Das wird happig. Das wird sehr happig. Willst du mich an? Ich will dich angreifen, ja. Kluges Köpfchen. Kluges Köpfchen? Schmerzen. Ah. Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Er ist zu schnell für mich. Ich glaube, ich habe mich übernommen. Aber mit Geschick kann man Schmerzen sind eine Frage des Willens. Manchmal kann man seine Klinge auch schon zücken im Kampf. Oder beziehungsweise im Dialog, meine ich. Im Kampf natürlich, aber... Schmerzen sind... Ich umrunde dich. Was hältst du davon? Haha. Ich habe eine Strategie entwickelt. Sie ist bescheuert, aber sie könnte klappen. Ich muss nur näher rankommen. Jawohl, so. Ah. Aber das ist eine Möglichkeit für mich tatsächlich. Wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte im Kampf, dann kann ich ihn umkreisen. Schmerzen. Oh, das war dumm. Langweiliger Kampf. Hey, sag das nicht. Das ist gemein. Verdammt, ist er stark. Schmerzen sind... Ich muss hinter ihn kommen. Aber ja. Das wäre eine Möglichkeit, wa? Schmerzen. Schmerzen sind extrem. Wenn man mit gegen... Ah. Er hat auch so eine hohe Reichweite. Er hat auch die entsprechende Reichweite. Wenn ich nur einen Zweihänder hätte oder sowas. Schmerzen. Schmerzen. Okay, das war schon mal gar nichts. Ich kann nur einen Treffer kann ich ab. Okay, ich darf meine Klinge vorher nicht zücken, sonst ist er... Schmerzen sind... Schmerzen. Wow. Beim nächsten Mal werde ich dich. Vielleicht habe ich gerade einen kritischen Treffer gelandet. Wir haben jetzt ja dank Einhänder eine kritische eine Chance auf kritischen Treffer 5%. Das ist ziemlich wenig, aber immerhin. Wenn ich Glück habe, kriege ich ein paar dadurch. Schmerzen. Schmerzen. Okay, Karim. Ah, Mist, ich darf nicht zu nah an ihn ran. Wenn er seinen komischen Sturmangriff macht, dann müsste ich eigentlich zurückweichen. Aber er hat eine Reichweite, die ist unermesslich. Mindestens genauso gut wie unsere. Schmerz. Ah, nein, 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 nein. Ah, Mist. Ah, es sah so gut aus. Ich will tatsächlich so ein bisschen was Fieses machen, nämlich meinen Erfolg speichern. Schmerzen sind eine Frage der... Er muss bloß
2 Treffer landen und ich bin weg. Ich habe mich übernommen. Kluges Köpfchen. Kluges Schmerzen sind... Langweiliger Kampf. Ist ein spannender Kampf für mich. Schmerzen. Oh Gott, ich habe ihn nicht im Fokus. Okay, was mache ich jetzt? Ich muss ihn... So, im Fokus kriegen. Wenigstens einmal treffen. Ja. Ich habe ihn nicht im Fokus. Ja, wenn man den aus dem Fokus verliert, dann hat man ein Problem. Okay, ich muss ja bloß ein paar Treffer landen. Schmerzen und dann sind eine... Schmerzen füge ich dir jetzt zu. Wie gefällt dir das? Au. Ah, das war ein... Ich habe ihn schon ein bisschen runtergehauen gerade eben, aber es reicht nicht aus. Das kann jetzt eine Weile dauern, tatsächlich. Schmerzen. Wenn er so an mir vorbeirennt mit seiner Wirbelattacke, dann... Oh, wie hab ich dessen geblockt? Ah. Wisst ihr, das war so ein Punkt, wo ich hätte dann gesagt hätte, speichere eben kurz. Um das überhaupt irgendwie zu schaffen. Schmerzen. Deine Schmerzen kannst du vergessen, mein Freund. Ah, ich bin zu nah. Oh, Mist. Es ist so ein spannender Kampf für mich, weil das so schwer ist. Aber ich kann es schaffen. Schmerzen. Schmerzen. Doof. Ich muss öfter blocken, glaube ich. Wenn man nach hinten drückt im Kampf, dann kann man blocken. Und das verhindert dann jeden Schaden. Schmerzen. Vielleicht sollte ich mich melden, wenn ich den Kampf geschafft habe, weil das hier kann ein paar Versuche erfordern. Na, komm her. Ich blute jetzt alles voll. Haha. Na toll. Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Ah. Okay. Einen Versuch mache ich noch, bevor ich dann mich wieder melde, wenn ich das geschafft habe. Schmerzen sind... Oder zumindest so weit bin, dass er nicht mehr viel braucht, weil... So geht's nicht. Ne, okay. Ich melde mich, wenn ich soweit bin, weil ich weiß, ich werde ewig dafür brauchen. Und das wäre ein bisschen öde, glaube ich. Aber ja, Schmerzen. Bis gleich.